Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir schauen jetzt ganz kurz ins Prater-Turnier rein und danach schauen wir uns ein Trading an, was ganz ohne Trainingslager und Turniere abläuft. Das Prater-Turnier läuft, die K.O.-Phase hat gerade begonnen und ich konnte das erste Spiel der K.O.-Phase 1:0 gewinnen gegen den SR Christie, also den Organisator. Im Rückspiel habe ich ein Auswärtsspiel, das wird richtig schwierig. Ich hoffe natürlich irgendwie meine Führung über die Zeit zu retten. Ein 0:0 würde mir schon reichen. Die anderen Spiele gingen ähnlich knapp aus, also morgen ist noch ordentlich Spannung im Prater-Turnier. Jetzt kommen wir auch schon zu den Transfers, die ich gerade eben angesprochen habe. Ein Trading komplett ohne Trainingslager und Turniere. Ich habe mir heute einfach mal ein paar Spieler rausgesucht, das sind diese hier. Die werten sich alle bis zum 0. Spieltag der nächsten Saison auf, mit Ausnahme des 27-jährigen 8er Torhüters. Ich versuche irgendwie diese Spieler teurer zu verkaufen, mir ist jetzt auch egal, ob ich da 100.000 Euro oder 1 Million Euro Gewinn mache, ich möchte einfach ein bisschen Gewinn machen, ohne dass ich halt Trainingslager und Turniere anwende. Zum Beispiel sprechen wir jetzt einfach mal über diesen 29-jährigen 7er. Ach, jetzt kann ich es nicht markieren. Über diesen 29-7er. Der wird am 0. Spieltag Stärke 8 erreichen. Ich habe mir angeschaut, so 30-jährige 8er, die wechseln im Schnitt für 100.000 Euro am 0. Spieltag, am 1. Spieltag. Man bekommt auch ein bisschen mehr dafür und deswegen habe ich ihn mir geholt. Ich werde ihn dann für 80.000 Euro draufstellen und hätte in dem Fall sogar schon einen Gewinn erzielt. Das heißt, ohne Trainingslager und Turniere ist die Rechnung natürlich deutlich leichter, man muss einfach nur die Gehaltskosten rechnen. Im Prinzip müsste man auch noch den Zinsverlust mit einberechnen, aber das tue ich in den seltensten Fällen, weil das so wenig ist. Dann sprechen wir einfach mal über diesen 30-9er, den ich mir heute am Classic-Server gekauft habe. Der wird am 0. Spieltag Stärke 10 erreichen und damit könnte er sogar 3 Millionen Euro wert sein. Ich habe ihn mir jetzt für 2,25 Millionen Euro eingekauft und werde ihn für 2,7 Millionen Euro draufstellen. Mit etwas Glück kriege ich sogar 3 Millionen für ihn, also in diesem Fall hätte ich wieder einen Gewinn erzielt, denn auch die Kosten für ihn sind in der Zeit natürlich wirklich überschaubar. Wird so um die 40.000, 50.000 Euro sein, je nachdem wann ich ihn loswerde und da wird auf jeden Fall einiges an Gewinn möglich sein. Wenn man sich jetzt den Marktwert von dem Torhüter anschaut, 1,36 Millionen Euro ist er wert und ich kaufe ihn für 2,25 Millionen Euro, das sieht erstmal ziemlich teuer aus. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass dem Spieler nur noch 30 ABP bis Stärke 10 fehlen, so ungefähr, ich weiß jetzt gar nicht genau die Zahl, dann ist es doch schon wieder wenig, denn ein 30-jähriger 10er, der ist mit Sicherheit so um die 4 Millionen Euro wert und ich habe mir diesen Spieler für 2,2 Millionen Euro gekauft. Also man sieht es hier, ich versuche aktuell Spieler einzukaufen, die sich am 0. Spieltag auf jeden Fall aufwerten und mir ist aktuell egal, wie viel Gewinn ich damit im Endeffekt erziele, ich möchte einfach ein bisschen Gewinn mitnehmen. Das sieht man auch ganz gut an diesem 23-jährigen 6er, der wird vermutlich für ungefähr 100.000 Euro wechseln am 0. Spieltag. Viel mehr wird da nicht mit möglich sein. Trotzdem dachte ich mir, du kaufst dir den einfach mal und versuchst es. Vielleicht erzielst du ja auch noch mit ihm ein paar Euro Gewinn. Der Kader soll voll werden und mal schauen, wie das Ganze dann aufgeht. Wir können uns jetzt noch ein paar Transfers anschauen, mit denen ich das Ganze schon getestet habe, und zwar vom DE2. Am DE2 hatte ich nämlich letzte Saison ein ähnliches Problem. Ich konnte kein Trading mehr aufziehen, habe ich mir gedacht, da ich keine Trainingslager und Turniere mehr zur Verfügung habe. Dann habe ich mich an meine Anfangszeit im OFM erinnert und dachte mir, damals hast du doch auch ohne Trainingslager und Turniere getradet. Warum nicht jetzt auch? Und ich habe das Ganze gemacht und es hat auch funktioniert. Wir schauen uns jetzt erstmal den LM an. Die Leute, die mein Video gesehen haben über diesen LM, wissen schon, worum es geht. Das war ein wirklich schlechter Transfer. Ich gehe ganz kurz noch darauf ein. Ich habe ihn damals für 4,5 Millionen Euro gekauft, das war ein Stammspieler, der sollte mich in der Liga halten, sollte mich aber nicht allzu viel kosten. Im Endeffekt hat er mich jetzt 1,5 Millionen Euro gekostet. Das ist schon recht happig für einen LM Stärke 15, der ungefähr anderthalb Saisons im Verein war. Also da habe ich ein bisschen zu viel Geld ausgegeben für diesen LM, der ärgert mich auf jeden Fall. Jetzt wollen wir uns aber die Transfers anschauen, die ich angesprochen habe. Das sind heute zwei Stück gewesen und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Einmal war es ein rechter Mittelfeldspieler, den habe ich mir am 34. Spieltag der letzten Saison für 250.000 Euro gekauft. Am 7. Spieltag der aktuellen Saison, also nicht mal 10 Tage später, habe ich ihn für 500.000 Euro verkauft. Am 9. Spieltag hätte sich dieser Spieler mit Sicherheit, also zu 100%, auf Stärke 7 entwickelt. Das heißt, deswegen hat der Käufer aktuell so viel Geld ausgegeben. Hätte ihn jetzt niemand gekauft, hätte ich ihn als 20-jährigen 7er am 10. Spieltag dann wieder auf den Markt gestellt. Das war also meine Idee dahinter, mir Spieler zu kaufen, die nur durch das Vereinstraining sich entwickeln
und das Ganze hat ganz gut geklappt. Also mit diesem Spiel habe ich jetzt ungefähr 240.000 Euro verdient. Klar, das sind nicht die Summen, die ich normalerweise verdiene, aber normalerweise habe ich natürlich auch Trainingslager und Turniere zur Verfügung stehen. Dann der DM. Der DM war auch ganz gut, den habe ich für 650.000 Euro eingekauft, jetzt für 1 Million Euro verkauft. Mit dem habe ich ungefähr 320.000 Euro verdient, wenn man jetzt die Gehaltskosten bedenkt. Und das Ganze war auch wirklich ein sehr solider Transfer. Auch dieser Spieler hätte am 9. Spieltag der aktuellen Saison eine weitere Stärke erreicht, und zwar Stärke 10. Also wäre am 9. Spieltag der aktuellen Saison ein 26-jähriger 10er geworden. Deswegen habe ich mit diesem Spieler Geld verdienen können. Ich habe mir also Spieler rausgesucht, die sich ohne Trainingslager und Turniere aufwerten, und die sind wirklich ganz gut gewechselt. Wir wollen uns jetzt noch einen Transfer anschauen, der schon ein bisschen länger her ist, und danach schauen wir uns noch mein Stammteam an. Vor 2 Tagen war das nämlich, das ist natürlich schon ganz schön lange her, habe ich ein bisschen übertrieben, da war das dieser rechte Manndecker. Den habe ich damals am 24. Spieltag der letzten Saison für 450.000 Euro eingekauft. Und auch dieser Spieler hat an keinen Trainingslagern und Turnieren teilgenommen und den konnte ich jetzt für 600.000 Euro mehr verkaufen. Natürlich war er ein paar Tage länger im Verein, trotzdem waren die Kosten für ihn unter 100.000, also mit dem habe ich einfach mal 500.000 Euro verdient, ohne dass er Trainingslager und Turniere gemacht hat. Hier sieht man, die Aufwertung ist schon am 0. Spieltag erfolgt, das heißt, dieser Spieler hatte sich bereits in meinem Verein verbessert und daher konnte ich mit ihm einen Gewinn erzielen. Wenn ihr dieses Trading macht, dann müsst ihr auf jeden Fall euch die Wechsel der Spieler anschauen, die ihr später erreichen werdet. Also wenn ihr euch jetzt einen 26-jährigen 8er einkauft, dann schaut, was ein 27-jähriger 9er wert ist und stellt sicher, dass ihr auch ohne Trainingslager und Turniere und möglicherweise auch ohne Ligaspiele die Aufwertung erreicht. Das heißt, ihr kauft euch Spieler, die einfach nur in eurem Verein sind, die einfach nur am Training teilnehmen, müsst schauen, schaffen die Aufwertung, und wenn sie die schaffen, dann müsst ihr schauen, kann ich damit Geld verdienen. Und ihr müsst auch schauen, wie sicher kann ich damit Geld verdienen. Also wenn jetzt ein Spieler ist, bei dem die Preisschwankungen unglaublich hoch sind, dann lasst doch lieber die Finger davon.